Ich bin Robert the Bruce, euer König. Und noch immer dieser kriegerische Blick in deinen Augen. Du musst lernen, dein Temperament zu zügeln, mein lieber Robert. Sonst wirst du bald tot sein. Der Mann, der den Kopf von Robert the Bruce bringt, erhält als Belohnung 50 Goldstücke. Würdest du auch ihn töten? Unseren König? Er ist nicht mein König. Wer ist das? Das ist Robert the Bruce. Das ist meine Nichte und das ist mein Sohn. Ich werde bald gehen. Ihr geht, wenn ihr gesund seid. Mir zu helfen gilt hier als Verrat. Ihr habt genug getan. Sucht alles ab! Wir müssen ihn finden! Wenn jemand herkommt, um den König zu töten, dann müssen wir kämpfen. Wir haben erlebt, wie Schottland von einer mächtigen Hand zerquetscht wurde. Und jetzt werden wir es befreien. Ist es nicht wert, dafür zu kämpfen? Und wenn er überlebt und eine Armee aufstellt und unsere Lords sich ihm dann wieder anschließen? 10.000 Ehefrauen, 10.000 Mütter. Unsere Männer müssen für etwas gestorben sein. Und sehen wir auf zu unserem Schöpfer, brennt der Himmel. Gebürstet mit der blutroten Tinte der Herzen, die wir geliebt haben. Bruce, 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 Bruce.